Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pink Panther und die Zauberformel mit dem Superfax, also mit mir. So, ich öffne mal schnell das Spiel. Beim letzten Mal haben wir es ja geschafft, das Mädchen zurück in eine unsterbliche... was heißt zurück? Wir haben es geschafft, sie in eine unsterbliche, bildhübsche, zauberhafte Ninja, Meerjungfrau, Roboter, Zombie, Piraten, Prinzessin zu verwandeln. Aber leider musste sie ja dann einen vergifteten oder verhexten Apfel essen und schläft jetzt. Und da wir nicht mal eben so einen Märchenprinz finden können, der sie küsst und damit wieder aufweckt, müssen wir einfach versuchen, wieder Zutaten für einen Zauber zu finden, mit dem wir sie wecken können. So, und ich bin gerade mal nochmal hierher hingereist, denn mir ist nämlich noch eingefallen, dass wir hier noch etwas brauchen. Irgendwo in Indonesien oder Kenia, da können wir ja noch hin. Das werden wir gleich, da werden wir gleich hinreisen, also keine Sorge, wir werden hier nicht allzu lange verweilen. Denn so spannend ist es ja hier im Haus jetzt auch nicht, bis auf die Meerjungfrau. Das ist schon, also sowas sieht man ja nicht alle Tage, aber egal. Gehen wir erstmal hier rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es jetzt ist. Hier auf jeden Fall nicht, denn hier ist gar keiner mehr. Okay, dann gehen wir wieder zurück und gehen mal links rein. Und da müssten wir dann die Abendgesellschaft finden. Komplett versammelt. Na, hoffe doch mal, dass das auch stimmt. Dumm. Jawohl. Ah, und da ist auch schon das, was ich haben wollte. Und zwar Kekse. Njam, njam, njam. Ich habe die Nachspeisen vor 3 Monaten selbst hergestellt. Vielleicht sind sie inzwischen etwas hart geworden. Aber keine Sorge, wenn Sie sich ein Stück vom Zahn absplittern, kann ich Ihnen einen fantastischen Zahnarzt empfehlen. Bäh. So ekelhaft. Ein Keks pro Tag hält einem den Arzt vom Leib. Du meinst, wenn man nicht mehr als einen Keks isst, oder wie? Oder verwechselst du das gerade mit Äpfeln, Pink Panther? Na gut, das können wir auch mitnehmen. Alle guten Dinge aus Griechenland in einem Salat aus Griechenland. Oh ja, klingt doch gut. So. Guck mal, ich glaube, die sollten mal die Federn abmachen, bevor die Tauben essen. Die hat hier schon alle Federn im Mund rumhängen. Bäh. Derjenige, der sagt, Tauben wären nutzlose Vögel, hat sie noch nie in Alfredo Vindalo-Soße probiert. Na, wenn du das sagst. Tauben sind einfach köstlich. Was machst du da mit der Taube? Das sieht aus, als würdest du dir den Mund pudern. Ich habe noch nie Taube gegessen, ich weiß nicht, wie die schmecken. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie so toll sind, weil da ist ja kaum was dran an so einem kleinen Vogel. Und weg damit. In die Handtasche. Bäh. Ich muss stets auf meine mädchenhafte Figur achten. Ah, ja. Beim Essen liebe ich mutige Abenteuer. Ich esse auch das, was anderen nicht geheuer. Aber denk an meine Worte heute. Ich verzehre keine Tauben, liebe Leute. Oh, kannst du nicht über die Taube essen und stattdessen aufhören zu singen? Bitte, bitte. Du singst furchtbar, ehrlich. Ich bin Vegetarierin. Ich gönne mir nur ein Glas Wasser. Wie Sie wollen, meine Liebe. Es ist allerdings Schweinewasser, meine Liebe. Der Gesichtsausdruck. Das war doch nur ein Witz. Mitch, sagen Sie's ihr. Tja, die Superreichen tun so etwas, Mrs. Izumi. Aber das kriegen Sie noch rechtzeitig mit. Ich glaube, die isst hier gar nichts mehr in diesem Haus. Nom. Ich rede dummes Zeug und ich verspeise widerliche Vögel. Wann endlich kann ich die wertvollen Zähne sehen? Der hat sich gerade echt den ganzen Vogel einmal so reingestopft. Was für komische Leute. Tja, mein lieber Flip, Ihre Taube bekommen Sie erst, wenn Sie die Leber aufgegessen haben. Sie sind der Einzige, der noch an seiner Vorspeise sitzt, Flip. Nun mal flott, legen Sie einen Zahn zu. Ich genieße eben jeden einzelnen Bissen. Bin ich denn bekloppt? Ich esse doch nicht die Leber eines armen Tieres. Das ist barbarisch. Da würde ich eher noch Sauerkrautsaft trinken. Wie geht's? Ja, stipp dir die einfach so den Anzug rein. Ist klar. Bin ich denn bekloppt? Ich esse doch nicht die Leber eines... Aber ich habe einmal Sauerkrautsaft probiert. Das ist so widerwärtig. Na gut, ich mag auch so kein Sauerkraut. Aber Sauerkrautsaft ist... Igitt. Eines Tages lerne ich, die abscheulichen Delikatessen zu genießen, die anderen Leuten offensichtlich so gut schmecken. Und ich achte auf Ihre mädchenhafte Figur. Auf Ihre mädchenhafte Figur oder auf Ihre mädchenhafte Figur?
und ich achte auf ihre mädchenhafte Figur. Na gut, lasst uns mal hier weg. Ich muss mit diesen Leuten nicht länger in einem Raum verweilen. So, einmal das schwarze Loch platzieren. Flip. Und weg da. Oh. Nee. Also, solche Leute. Wie auch immer. So, wo reisen wir denn zuerst? Indonesien oder Kenia? Ach, wir haben beim letzten Mal auch links oben angefangen. Machen wir das jetzt wieder. Auf nach Indonesien. Zu der tanzenden Frau. Und los geht's. Dum, budum. Ein Schiff da, ja. Eindeutig Indonesien. So, hallo. Ich dachte so bei mir, ich schau mal vorbei. Bist du der Windgott? Nö. Dann sind wir nicht an deinem Besuch interessiert. Ach, danke. Toll. Dann rauben wir euch erstmal aus. Hier, nehmen wir ihn mal mit. Man kann nie wissen, wann man einen Beutel aus Sackleinen gebrauchen kann. Das ist richtig so. Die nehmen wir auch mit. Das sind die Schwanzflosse und die Rückenflosse eines riesigen Hais. Da bin ich ja platt. Warum sollte man einem Hai diese Ersatzteile abschneiden? Wie so oft geht es ums Geld. Geld? Für Geld? Das kommt mir ziemlich grausam vor. Wir kriegen eine Menge dafür bezahlt. Ja, das ist in der Tat ziemlich grausam. Die schneiden die Flossen vom Hai ab und werfen den Hai dann wieder ins Meer zurück, weil sie den Rest nicht brauchen, weil sie einfach nur an den Flossen interessiert sind und dafür richtig viel Geld kriegen. Diesen großartigen Mast haben uns die Dschungelgötter geschickt, ebenso wie das gesamte Material. Wir haben dieses Prahu mit den Händen gemacht. Ich bete gerade für Wind, der uns beim Segeln helfen soll. Allerdings auch für Nahrung, damit unser Speiseplan aufgebessert wird. Oder vielleicht für tanzende Priester, die uns Ablenkung bieten. Eine seltsame Bitte. Sag mal, bist du an Land einem Bisus begegnet? Halb Mann, halb Frau? Bei vielen Ereignissen wird ihre Anwesenheit hoch geschätzt. Sie tanzen so lange, bis sie ins Delirium fallen. Das garantiert dann Fruchtbarkeit für alle Anwesenden. Wenn sie völlig in Trance sind, bringen sie sich häufig sogar Verletzungen bei. Andere Länder, andere Sitten. Wo ich herkomme, benutzt man Dung, um fruchtbar zu machen. Ja, ich glaube nicht, dass man Dung benutzt, um Menschen fruchtbar zu machen, Panther. Mach es doch so. Und schon hast du einen Käfer. Was? Der Panther kann ihm mal eben so aus 2 Meter Entfernung Anweisungen geben, wie er richtig da das macht. Oh Mann. Hallo. Ihr seid nicht zufällig die Träger der menschlichen Seele? Nö, wir sind nur die Boogies. Die wilden Boogies. Wir sind fahrende Händler und Seefahrer. Wir gehen fast bei jedem Sturm raus. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass zu einem guten Sturm eine Menge Wind gehört. Boogies, so. Als ich noch klein war, habe ich eine Menge Geschichten über euch gehört. Klar, wir sind bekannt. Aber ich habe auch manches gehört, was nicht gerade schmeichelhaft ist. In eurer Vergangenheit gab's wohl ein paar dunkle Flecken. Unsere Vorfahren waren finstere Piraten, die Waren und Schiffsladungen geklaut haben. Die waren auch nicht zimperlich, wenn sie einen Kopf kürzer machen wollten. Oh, das erklärt natürlich einiges. Vor einigen Monaten erst griff ein benachbarter Boogie-Stamm ein Boot an, klaute die gesamte Fracht und tötete alle, die an Bord waren. Und es war aber nicht sehr nett von dem benachbarten Boogie-Stamm. Naja, rückblickend bedauern sie es sogar. Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Vor allem, das bringt überhaupt nichts. Stell dir mal vor, ich würde eine Bank überfallen und dann rückblickend sagen, ach ja, das bedauere ich jetzt aber, dass ich die Bank überfallen habe. Genau. Praktisch leer. Diese Boogies müssen ganz schön Hunger haben. Ja, tja. Diese Boogies sind mir auch etwas unsympathisch, deswegen gehen wir einfach mal von Bord hier und gucken uns an, was unter dem Schiff so alles zu finden ist. Oh ja, rosarot unter Wasser. Gibt es das auch als Spiel? Oh, das ist der Hai, der Arme. Guckt euch mal an, wie traurig der guckt. Reden wir mal mit dem Armen. Hier, da haben sie die Flossen abgeschnitten. Grabsteininschrift für einen sterbenden großen Hai. Vielleicht wären meine Sorgen keine so große Bürde, wenn der Mensch alle meine Teile verspeisen würde. Aber einen großen Hai zu zerlegen, nicht der Innereien, nicht des Fleisches wegen,
sondern nur, um sowas zu stehlen wie die Flossen. Das sollte unter der Würde des Menschen sein, Genossen. Ich bin einerseits voller Wut, andererseits geht es mir gar nicht gut. Das macht mich richtig traurig, großer Hai. Ich verspreche dir, ich hole dir deine Flossen zurück oder ich will nicht mehr Rosaroter Paul heißen. Herzlichen Dank, Rosaroter Paul. Ja. Ach, naja, das Geld bringt Leute dazu, sowas zu machen. Immer mein mit der Schlange hier. Hallihallo, ich bin eine gebänderte Seeschlange. Mein Gift, das ich natürlich immer bei mir trage, haut 70 ausgewachsene Männer um. Ich bin die giftigste Schlange der Welt. Ja, das freut dich, was? Nehmen wir die Schlange mal mit. Wir haben nämlich den Beutel. Und mit dem können wir einfach mal so schnappen. So. Es gibt ein altes irisches Sprichwort. Das Meer ist voller Hoffnung, das Grab nicht. Hoffentlich hat die Giftschlange nicht gerade Appetit auf eine rosarote Katze. Weise Worte. Ich finde es so genial, wie einfach mal die giftigste Schlange der Welt sich so ins Fell reinschiebt. Oh Mann. Hallo. Oh, hi. Ich finde, Muränen sehen immer irgendwie hungrig aus. Und beim Anblick der Beißerchen kriegt man vor Angst Schüttelfrost. Vielleicht sollte ich ihr einen kleinen Happen anbieten, damit sie nicht etwa an mir knabbert. Wie wär's mit dem 3 Monate alten Keks? Oder der Schlange? Nein, ich möchte nicht die Schlange. Das sieht aber ziemlich froh aus. So, gib mir mal den Keks. Was hast du mir anzubieten? Gebäck. Wunderprächtig. Wunderprächtig. Oh. Die arme Muräne. Hey, ich hab mir einen Zahn ausgebissen. Oh, das tut mich aber traurig, Charlie. Kannst du dir vorstellen, wie teuer Zahnersatz ist? Besonders unter Wasser? Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, aber... Oh, Mann. Kannst du dir vorstellen... Böser Panther. Tut mich aber traurig. Oh, wir können das Schiff auch untersuchen. Machen wir das nochmal eben. Vielleicht finden wir ja was Interessantes. Oh ja. Sieht aus wie Müsli. Diese komischen Müsli-Dinge. Man kann nie wissen, wann einem ein Krebs nützlich sein kann. Ja, aber das sind halt solche... Ja, was für Krebse sind das? Dinger halt. Viecher. Das ist kein Müsli, also... Nein, nein. Da habe ich nur Blödsinn erzählt. So. Aus dem Wasser wieder raus. Oh ja. Das kann der Panther gut. Wir wollen die Flossen haben. Aber die lassen uns ja leider nicht mitnehmen. Lass gefälligst deine Flossen von den kostbaren Flossen. Falls die Lebensmittel mal knapp werden sollten, könnten wir uns eine Suppe daraus kochen. Ach, wie wär's, wenn ihr euch eine Suppe aus den Krebsen kocht? Hier, bitteschön. Dieser Blick immer. Wenn er in die Kamera guckt und dann die Augenbrauen so hochzieht. Hört zu, ihr Boogies. Ich glaube, es ist genug da für alle. Hast du ein Glück. Aus Krebsen kann man eine herrliche Krebssuppe machen. Läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Wie wild sie da rumsitzen. Köstlich. Die leckersten Krebse, die ich je gegessen habe. Ist das nicht immer so, wenn man halt am Verhungern ist, dann ist doch alles das Köstlichste, was man je gegessen hat. Die leckersten Krebse, die ich je... Ja, hat man schon. Sagt mal nur der Linke was, oder? Köstlich. Ja, komm, egal. Die sind beschäftigt. Schnappen wir uns mal jetzt, die Flossen. Jetzt, wo die Suppe fertig ist und die Krebse herrlich duften, merkt vielleicht keiner, wenn ich ein paar Haifischflossen einstecke. So. Ja, und ab zurück ins Wasser. Köstlich. Denn wir haben dem großen Hai ja versprochen, dass wir ihm seine Flossen zurückbringen. Ob das was hilft, keine Ahnung. Denn die werden ja nicht wieder einfach anwachsen, ne? Leider, leider. Aber immerhin hat er so seine wertvollen Flossen wieder. Und die Muräne guckt immer noch blöd aus der Wäsche. So. Einmal Flossen für den Hai, bitte. Mit per Expresslieferung. Oh, das Strange Blood. Und er hilft uns sogar. Die Flossen sind wieder angewachsen. Yay. Du hast tatsächlich dein Versprechen gehalten. Ich bin wieder ein kompletter Hai. Gesund und frei wie ein Hai.
Ich kann wieder alles verschlingen, was mir in die Quere kommt und meine lebenswichtige Rolle in der Nahrungskette weiterspielen. Das ist nämlich mein Job, weißt du? Naja, vielleicht werde ich Veganer. Was? Du weißt schon, einer von denen, die nicht mal Milchprodukte essen. Es wäre schön, wenn du mir jetzt ein wenig helfen würdest. Ich sitze mit dem Segelboot fest, weil kein Lüftchen weht. Könntest du mich mitnehmen? Ich bin ein großer Fisch mit einem großen Herzen. Ich will dir gerne helfen. Na dann. Klingt doch gut. So. Erstmal müssen wir jetzt wieder hoch nach oben schwimmen. Tschüss, Murene. Viel Spaß beim Zahnarzt. Ich denke an dich. Nicht. Wir sind immer noch am Essen. Nun gut. Das soll mir nur recht sein, wenn die nicht merken, dass wir Fossen geklaut haben. Hallo. Wie geht's dir? So, wir können dahin. Wir können dahin. Gehen wir erstmal auf die linke Insel. Zur Echseninsel. Ah, wie du ja. Es wünschst. Auf die Echseninsel. Soweit ich weiß, gibt es auf dieser Insel wieder ein weiteres Lied. Und keine Sorge, dieses Mal ist es nicht so nervig wie das Straußenlied. Nee. Oh ja. Ich möchte auch so ein Hai haben, mit dem ich rumfahren kann. Weg ist er. Na gut. Ach, die Musik ist irgendwie cool. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts wirklich. Wir können zu der Insel, wir können in den Wald rein. Dann gehen wir erstmal hier auf die Insel. Oh, hallo, Pumba. Meine Seite. So. Seite. Hey, eine Seite aus meiner Enzyklopädie. Das arme Wildschwein. Da sieht man schon die Echsen. Das arme Wildschwein ist hier total nervös. Hau lieber ab, bring dich in Sicherheit. Gleich kommen die Warane, die fressen alles, was ihnen in die Quere kommt. Ich hasse Warane. Auf dem Schild heißt es, alle Warane seien in dieser Richtung zu finden. Nur die, die auf Touristen warten, um von ihnen gefüttert zu werden. Sonst laufen die Warane auf der ganzen Insel frei herum. Hoppa. Das nenne ich Aussicht. Ja, nicht schlecht. Das nenne ich Aussicht. Kann man was mit dem Schild machen? Das ist eine Touristenfalle. Oh, da ist er ja. Oh nein, das ist das Ende. Das ist mein Ende. Dieses Schinken-Sandwich kriegst du nicht. Leckeres Schweinchen, leckeres Schweinchen. Lässt du mich vielleicht gewissermaßen unter Umständen leben? Beim giftigen Speichel auf meinen züngelnden gelben Zünglein, nein. Ja gut, es kommt ein Song, ich bin still, viel Spaß. To be reckoned with, I use my tongue to catch a whiff. Not a choosy eater, if you catch my drift, I don't wanna
Now I'm a native Indonesian with the gift for causing lesions. I'm a cannibal, baby. No ifs, ands, or maybes. I pray I'll lose twice my size if that's what it takes to keep myself alive. Dragons just lived in fairy tales. I'm here to tell you that ain't so. No, no. Thought that dragons just lived in fairy tales. There are dragons in Komodo. If you thought that dragons just lived in fairy tales, I'm here to tell you that ain't so. If you thought that dragons just living fairy tales. No, no. There no, are dragons no. in Komodo. If you thought that dragons just living fairy tales. Fairy tales. If you thought that dragons just lived in fairy tales. There are dragons in Komodo. Jo, ja, dann geht's mal weiter hin im Spiel. Komodo-Warane. Die Biester sind ziemlich gemein. Die haben nämlich so viele Bakterien in ihrem Mund, in ihrem Speichel, dass dieser Speichel extrem giftig ist. Das heißt, sie müssen ihre Beute nur einmal beißen und die Bakterien gelangen in das Blut von der Beute. Und die Beute verreckt da dran. Innerhalb von kurzer Zeit. Also die Viecher sind echt... Mit denen sollte man nicht spaßen. Hallo. Hey Linda, was hast du vor? Was soll ich schon vorhaben? Ich greife mir ein Schinkensandwich, du Trottel. Und jetzt hau ab. Warum so viele Umstände? Die Touristen da drüben spendieren tote Ziegen. Dafür sehen sie uns dann beim Fressen zu. Das ist jedenfalls wesentlich bequemer, als einem nervösen Schinkensandwich nachzujagen. Ich bin nicht so ein gezähmtes, faules Tier. Ich bin ein wilder weiblicher Varan. Und wenn ich gut drauf bin, dann lege ich 30 Eier auf einmal. Nicht schlecht. Außerdem jage ich für mein Leben gern. Und für den Fall, dass du es vergessen solltest, Komodo-Varane sind Kannibalen. Überhaupt sind wir ziemlich gefährlich. Also zisch ab, bevor ich dich verschlinge. Und weg ist er. So, wo war ich stehen geblieben? Du wolltest gerade abhauen. Ah, der ist da schon wieder. Was macht er da? Ist der ein Hund? Oh Mann. So. Ja. Haben wir denn irgendwas dabei? Die Schlange vielleicht. Aber reden wir erstmal mit dem Schwein. Ich wünschte, ich hätte etwas, womit ich Varane abschrecken könnte. Wenn ich ehrlich bin, habe ich vor allem möglichen Angst vor... Spinnen und Schlangen, vor Ratten oder Dunkelheit, vor Freddy Krüger und... habe ich Schlangen auch erwähnt? Ich habe eine Heidenangst vor Schlangen. Soll das ein Hinweis sein auf die Schlange, die wir dabei haben, die du einfach mal mitgenommen hast, obwohl du Angst davor hast, Panther? Naja, probieren wir es mal aus. Hey, das funktioniert sogar, cool. Ja, ist klar. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Nein, mach dir mal keine Sorgen. Oh je, das war knapp. Wie bedanke ich mich denn jetzt? Ach ja, hier habe ich etwas für dich. Ein Schinken-Sandwich, ja, ist klar. Was ist das? Na, was schon? Das ist das begehrte Schinken-Sandwich. Wow, vielen Dank. Das stammt natürlich nicht von mir, ist doch klar. Und ich dachte erst, nicht so wichtig. Ja, genau. Okay, wir haben ein Schinken-Sandwich. Ansonsten können wir hier, glaube ich, nichts mehr weitermachen. Nee, können uns nichts mehr anklicken. Das nenne ich Aussicht. Na gut, dann besuchen wir mal die andere Insel. Denn hier haben wir nichts mehr zu verlieren. Außer vielleicht unser Leben, wenn uns diese Komodo-Varanin da wieder fressen will. Zum Schiff? Ach nee. Besuchen wir mal die andere Seite. In den Dschungel von Borneo. Oh ja, von Komodo nach Borneo. Auf geht's. So, was haben wir denn hier Schönes?
Blub, blub, blub. Oh ja, mach deine Züge, deine Kreise. Hier haben wir nichts. Dann gehen wir mal da rein. Mal schauen, was uns erwartet. Ein Affe. Hi. Ein Orang-Utan, um genau zu sein. Und ein anderer Affe, dessen Namen ich aber nicht weiß. Den habe ich schon mal gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Hallo. Und ich bin das tollste Tier, das es gibt. Ein Orang-Utan. Ein Menschenaffe. Wir Typen sind leider vom Aussterben bedroht. Ich habe gehört, dass von uns nur noch 5000 in freier Wildbahn leben. Orang-Utan bedeutet übrigens Dschungelmensch. Aha. Ja, ist gut jetzt hier. Du bist nicht zufällig, nicht so wichtig. Träger der menschlichen Seele? Ich glaube nicht. Wo ist man denn da? Das sieht aus wie Kokons. Wenn ich nur wüsste, was das nun wieder bedeutet. Nicht gut. Oh, hallo. Beachtlich, du hast unseren Nachrichtenstab gefunden. Ich will dir auch verraten, wie man ihn liest. Diese Wellen sagen, dass 4 von uns verreisen. Diese Formen hier bedeuten, dass wir sehr lange verreisen. Nämlich 2 Monate. Jeder Orang Pedalaman oder Diak, wie man uns nennt, weiß, wie man sowas liest. Huch. Okay. Nee, mit dem möchte ich nicht reden. Ich möchte mit dem Affen reden. Hey, hast du sowas wie mich schon mal gesehen? Ich bin ein winziger Kobold-Maki. Wir sind nachtaktive Halbaffen mit riesengroßen Augen. Eine Menge Leute erschrecken sich immer, weil unsere Augen sich nicht bewegen können. Aber keine Sorge, dafür kann ich meinen Kopf um 180 Grad drehen. Wie eine Eule. Mir entgeht nichts. Bist du der Träger der menschlichen Seele? Blöde Frage. Ich bin ein winziger Kobold-Maki. Bist du etwa taub? Meerkatze. Meine Zimmer ist Halbaffen, sind das nicht Meerkatzen? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nicht mein Halbwissen hier preisgeben. Ich glaube, in diesem Baum sind eine Menge Vögel zu finden. Er versiegelt das Nest mit Lehm und spart eine Öffnung aus, die genau die Maße eines Nashornvogelschnabels hat. Aha. Achso, da kommen wir wieder zurück, okay. Reden wir mal mit den ganzen Leuten. Ich bin alt und schwach, zu schwach, um meine Beine bewegen zu können. Außerdem habe ich großen Hunger. Es ist Tage her, seit ich etwas gegessen habe. Ja, wir geben dir gleich mal unser Sandwich. Hier ist wohl was passiert. Mit dem Menschen kann was nicht stimmen. Es ist nicht zum Baum zurückgekehrt. Wir haben den Kleinen und der Mutter durch den Spalt Futter gegeben. Aber rauskommen müssen sie von alleine. Sie müssen den Lehm aufbrechen. Ich glaube, sie haben Angst, herauszukommen. Klingt interessant. Du hast aber eine Menge Kunst am Körper. Ich bin quasi eine Zeitung auf 2 Beinen. Bei den Dyaks ist es Tradition, jedes große Ereignis in einer Tätowierung festzuhalten. Wenn ich sowas machen würde, würde meine Mutter ausrasten. Ich durfte mir nicht mal ein Loch ins Ohr stechen lassen. Oh, armer Panther. Du bist nicht zufällig der Träger der menschlichen Seele? Findest du etwa, dass ich aussehe wie ein Nashornvogel? Du musst wissen, mein Volk glaubt, dass der legendäre Nashornvogel der Träger der menschlichen Seele ist. Aha. Und damit der heiligste aller Vögel. Ja, das ist doch mal eine gute Information, ne? Also müssen wir uns einen von den Nashornvögeln fangen. Ja, geben wir erstmal den Typen hier das Sandwich. Das sieht irgendwie grün aus. Das Brot. Gut, dass wir es loswerden. Der wird schon Hunger haben. Möchtest du eventuell einen Schinken? Oha. Nom, 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 nom. Geht's jetzt besser? Möchtest du jetzt mit uns reden? Nein? Na. Ih. Tja, was raus muss, muss raus. Bäh. Fantastische Zielgenauigkeit. Weg damit. In diesem Baum leben Nashornvögel, die Träger der menschlichen Seele. Stell dir vor, das Vogelmännchen hat sein Weibchen im Baum eingeschlossen, bis es die Eier ausgebrütet hat. Ja, wenn das ein Mensch machen würde, der würde sofort ziemlich Ärger kriegen. Naja. Ich würde mal sagen, wir haben lang genug gespielt, eine halbe Stunde, das reicht. Dann mache ich hier Schluss. So, Spiel speichern.
Und diesmal auf Save 2, nicht, dass ich wieder beide Speicherstände überschreibe. Das wäre nicht so gut. So, und dann sehen wir uns das nächste Mal in Borneo wieder. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.